doch nun mit Kinderwahrheit, der sein Reich erklärt. Ein Oberst kommt bei den Juden, in allen Schriften sehr gelehrt. Mit dem Mann muss ich mal reden, was dieser Lehrer lehrt. Doch statt zu reden kommt der Grundsatz, hier wird nicht lang philosophiert. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, wer den Sohn glaubt, selig wird. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, wer den Sohn glaubt. Vergehen, bis wir so nah an deinem Herzen stehen. Nicht vergehen, bis wir so nah an deinem Herzen stehen. An deinem Herzen stehen. Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, heute Morgen hier in Kreding, im Haus Gottes, innerhalb des geistlichen Rüstzentrums Kreding. Manche Dinge im Leben basieren spät, aber sie basieren doch noch. Ich bin an diesem Wochenende zum ersten Mal so richtig in Kreding, im geistlichen Rüstzentrum, obwohl ich schon ein Leben lang wusste, dass es das gab. Und ich wusste auch schon, als es nur die Ahlener Jugendtage gab, dass es die gab. Aber ich kam irgendwie nicht hin. Ich bin ein Hesse und ich komme so aus der Gegend um Fritzlar herum, so ein bisschen weitläufig, da sind die Katten zu Hause. Und von denen sagt man, die hätten nie an der Völkerwanderung teilgenommen. Die wären immer gerne zu Hause gewesen und hätten die Leute auch gerne empfangen, die Gäste, die in unser Ländchen kamen. Und wenn sie nett waren, haben wir sie nett bewirtet. Wenn sie nicht so nett waren, haben wir ihnen das auch zu verstehen gegeben. Ja, wir waren stark.
Es wird gesagt, dass wir Katten mit solchen Baden ausgerüstet waren. Ja? So, aber das wollten Sie heute Morgen eigentlich nicht hören. Aber Sie können trotzdem hören, dass wir damals den Bonifatius sehr freundlich begrüßt haben. Wir haben ihn aber auch gewarnt. Wenn du die Axt an die Donaueiche legst, dann wird dich ein Blitz treffen. Donau wird dich kurz und klein hacken. Och, hat der Bonifatius, der Engländer, gesagt, also Moment mal. Also mein Gott ist stärker. Und er hackte die Donaueiche um. Kennen Sie die Geschichte? Manche kennen sie nicht. Das ist doch ganz gut, dass ich es erzähle, oder? Ne? Der katholische Mönch Bonifatius, den hielt es extra in England nicht mehr aus. Er wollte unbedingt nach Frankenland gehen, nach Deutschland gehen, Franken war das damals, und denen das Evangelium bringen. Und hat sich vom damaligen Papst dazu beauftragen lassen. Und da kam er nach Fritzlar, und das ist ein besonderes Ereignis. Er hat das Heiligtum unserer sehr geschätzten Vorfahren, der Germanen, nämlich diese Donaueiche, diese dem donnernden Gott, der im Sommer immer am Himmel rumdonnert, ja, manchmal auch im Winter, eben nehmen wollte und zeigen, was ihr da anbetet, gibt's gar nicht. Ich bringe euch Jesus Christus. Das war der Anfang der Christianisierung, wie man so sagt. Später ist er auch nach diese Gegend gekommen, die Sachsen hieß, und das ist ihm nicht so gut bekommen. In Ostfriesland haben sie ihn dann, die katholische Kirche hat ihn dann umbringen lassen. Also das will ich jetzt nicht weiter erzählen, aber Sie können mal googeln, ne? Googeln, Bonifatius, Donaueiche, dann wissen Sie ungefähr, wo ich herkomme. Und jetzt bin ich nach Niedersachsen gekommen. Nach so vielen Jahren, ja, mit dem Martin Westerheide verbindet mich, dass wir immer mal in Gremien gesessen haben. Und das waren natürlich alles Menschen, die gerne bewahren und ich wollte mal aufbrechen. Ne? Und das hat natürlich, ist ja manchmal so, wenn so eine Situation ist, dann wird man auch richtig gelockt, mal so gegen den Stachel zu gehen. Ne? Und das hat auch Spaß gemacht. Das war der eben gemein. Aber ansonsten bin ich ein ganz netter Kerl. Dann meine erwachsenen Söhne und meine Frau sind alle noch in meinem Lebenskreis, also keiner hat sich von mir distanziert, also so schlimm wird es heute Morgen nicht werden. Ich hoffe, dass wir vor Mittagessen fertig werden, also, aber ich halte mich gleich ans Manuskript. Aber wir sind ja hier im Haus Gottes, ne? Im Haus Gottes. Ich glaube, es gibt viele gute Orte hier im geistlichen Rüstzentrum. Das habe ich schon gemerkt, im Vorbeigehen und hier, ich war nur im Tagungshaus, viele gute Orte. Aber dieses hier, würde ich mal sagen, dieser Raum, ach, da oben sitzen ja auch noch Leute. Dieser Raum ist explizit das Wohnzimmer Gottes. Würden Sie dem zustimmen? Und würden Sie dem auch zustimmen, dass, stellen Sie mal, bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer sitzen Leute, die sich nicht die Hand gegeben haben, zumindest. Wäre das für Sie als Gastgeber nett? Und hier sitzen Sie im Wohnzimmer Gottes. Haben Sie schon Ihren Nachbarn die Hand gegeben und sagen, guten Morgen? Haben Sie schon gemacht? Wer es noch nicht gemacht hat, kann es jetzt noch nachholen. Sie können sich aber rumdrehen. Sie können auch, ich nehme an, Sie haben noch niemanden begrüßt, den Sie nicht kennen, oder? Ja, sehen Sie? Das schadet nichts. Der kürzeste Weg zwischen Menschen ist ein Lächeln und ein bisschen längerer ist der Handschlag, ja? Ist aber schön zu sagen, schön, dass du auch da bist. Ich möchte Sie heute Morgen gerne in Gedankengänge mit hineinnehmen, die mich immer im Oktober beschäftigen, ganz im Oktober, nicht nur am Erntedankfest. Wir haben das so reguliert, am Erntedankfest sind wir dankbar für alles, was die Bauern und die Gärtner am Feld gearbeitet haben. Die meisten sind aber keine Bauern und Gärtner mehr. Und dann sagen wir, ja gut, dann hören wir uns mal an, wofür die dankbar sind. Ne? Ich denke, dass wir in der heutigen Zeit auch weiterdenken sollten und daran denken sollen, dass jeder, auch sogar Kinder, haben ihr eigenes Lebensfeld im Laufe eines Jahres. Das Feld, wo man etwas empfängt, was man gesät hat, oder was empfängt, was man nicht gesät hat, oder etwas nicht empfängt, obwohl man es gesät hat. Also, ich möchte gerne mit Ihnen darüber nachdenken und Ihnen das zum Anregen mitgeben, in diesen schönen goldenen Oktobersonntag, der so schön ist, dass man eigentlich gar nicht predigen muss, denn Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, predigt ja heute selber durch das wunderschöne Wetter. Er predigt natürlich auch im Sturm, das können wir so lassen. Der Ausgangspunkt meiner Gedanken, den finden Sie schon in der Lesung heute Morgen. Ich will es aber trotzdem noch mal kurz vortragen, den ersten und zweiten Vers. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen.
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn Sie das Wort vergiss nicht hören, dann denken Sie nicht daran, dass es jetzt hier einen Appell geben soll. Weder hier in der Bibel noch hier auf der Kanzel soll es Appell gehen, in dem Motto, nun sei mal ein bisschen schön aufmerksam und sei lieb und nett oder so. Wissen Sie, diese Appelle hier, werde besser oder so. Sondern es ist einfach nur eine Anregung. Denn wenn wir diesen Psalm lesen, nehmen wir eigentlich teil an den ganz persönlichen Gedanken eines der einflussreichsten Menschen der damaligen Zeit, nämlich König David. Der überlegt sich einmal ganz für sich und spricht quasi zu sich selber, spricht zu seinem eigenen Empfindungszentrum, was wir Seele nennen, spricht und sagt also, meine liebe Seele, bedenke mal bei all dem, was so ist, was du selbst geschaffen hast und was dir zugetragen wurde, bedenke mal, was Gott dir Gutes getan hat. Ob das, was du empfangen hast, von Gott kommt oder ob es aus deiner Hand kommt. Darum ist jetzt im Oktober für uns auch die Zeit, wo wir darüber nachdenken können. Den ganzen Oktober finde ich mal so. Für mich müssen Sie nicht so machen. Ne? Aber überlegen, was habe ich eigentlich in diesem Erntejahr geerntet? In diesem Erntejahr, obwohl ich kein Bauer bin, und obwohl wir zu Hause auf unserem Grundstück nur einen Apfelbaum haben und den teilen wir uns noch mit der Nachbarin, der steht nämlich genau auf der Grenze. Ich schneide ihn von allen Seiten und trotzdem gehören die anderen Seite Äpfel gehören der Nachbarin. Also, was habe ich gesät und geerntet? Was habe ich in meinem Lebensfeld, auf den Feldern meines Lebens geerntet? Wenn Sie fragen, was für Felder meinst du denn, ne? Dann erwähne ich mal so ganz sofort mal das Bankkonto. Ne? Ich bin jetzt in den sogenannten gesegneten Ruhestand, ne? Und ich bin jeden Morgen froh, dass, obwohl ich nicht zur Arbeit gehen muss, ich doch noch Brötchen essen kann und manchmal ist auch trockenes Brot und noch was drauf. Ne? Sie wissen ja, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, er will auch was drauf haben. Heute Morgen nehmen wir uns das Wort Gottes zu Herzen. Oder natürlich den Arbeitsplatz. Ich habe gefühlte 50 Jahre in meinem Leben gearbeitet, bin jetzt 64, er betrachtet als junger Mann. Aber ich habe es auch gelacht, das ist nett, dieser junge Mann. Das ist so nett, das tut richtig gut, ne? Also ich habe gefühlte 50 Jahre in meinem Leben gearbeitet, ich komme vom Bauernhof und da muss man ab 10 irgendwie wird man da eingeplant in das Ablaufkonzept auf die eine oder andere Weise. Aber ich habe dann 40 Jahre im Reich Gottes gearbeitet, in der missionarischen Arbeit und jetzt brauche ich nicht irgendwo noch an eine Dienststelle zu gehen und dort ein bestimmtes Pensum zu erledigen, damit es auch sich rechtfertigt, was man am Monatsende überwiesen bekommt. Manche von Ihnen geht es ähnlich, manche nicken mir zu, ist aber schön, dass das System, was in unserem Land war, bisher war, ob das unsere Kinder noch so haben werden, weiß ich nicht genau, aber es ist ein Grund zur Dankbarkeit, in diesem System zu leben. Und das gibt einem ja immer die Möglichkeit, noch was davon abzugeben für andere. Aber ich komme zurück, was sind die Felder unseres Lebens, das Arbeitsplatz, Bankkonto, die Menschen, mit denen wir zusammenleben, in der Familie, in der Verwandtschaft, die einem gut tun, wo man weiß, die kann ich auch nachts um 12 nochmal anrufen. Haben Sie so Leute, die Sie nachts anrufen? Oder sind Sie so jemand für jemand anders? Sagen, du kannst mich immer anrufen, auch nachts, auch wenn ich in meinem süßesten Traum bin. Alles das, was so zu uns gehört, was viele von Ihnen gehören, wahrscheinlich zu einer christlichen Gemeinde und nehmen dort regelmäßig am Gemeindeleben, am Gottesdienst und Gesprächsgruppen teil, ist auch ein Teil des Feldes unseres Lebens, unserer Gemeinde. Oder wo wir sonst mit Menschen zusammen sind, auch in Freizeit- und Hobbygruppen, wie auch immer, alles, was zum Feld unseres Lebens gehört, was haben wir da geerntet? Wenn viele von Ihnen sind wahrscheinlich auch in dem Stand, in dem meine Frau und ich sind, wir sind auch Großeltern und können das auch genießen, können die Kinder, die von unseren Kindern erzogen werden, genießen. Wir müssen die nicht mehr erziehen, sondern nur noch lieb haben.
heißt nicht, dass immer jemand erzieht, den ich lieb haben muss. Aber das ist auch, da erden wir auch etwas, was uns von Anfang an, wir haben jetzt 3,5 Enkelkinder, also eigentlich 4, das vierte ist noch nicht dieser Welt, dass das ein Geschenk ist, weil wir kennen auch andere Freunde von uns, die keine Enkelkinder haben. Das ist alles ein Geschenk. Wir ernten da etwas, was wir selbst nicht gesät haben. Dieses, wenn man als Familie zusammensitzt, was macht man dann gern? Kinder vor allen Dingen sagen, erzähl mal was von früher. Erzähl mal, wie es war denn früher. Und dann erzählt man von den guten und schlechten Zeiten. Meistens erzählt man aber alles, was so gut war. Und dann sind die Kinder gerade immer ganz Ohr. Und auch uns Erwachsenen wird bei diesen Erzählungen, bei diesen Erinnerungen an das, was so im Leben war, doch ganz warm ums Herz. Darum diese Aufforderung von Psalmisten, von dem König David, Seele, überleg mal, überleg dir doch immer wieder mal, was hat Gott dir Gutes getan? Was ist da Gutes dran, dass du es mit Gott zu tun hast, dass du an Gott glaubst, dass du, so wie wir das eben in dem wunderschönen Lied von früher, will ich mal so sagen, aber es ist heute auch noch aktuell, Jesu Name, die verklingen, was für ein Reichtum in diesen Liedern zum Ausdruck kommt, wo wir Menschen, die wir an Jesus Christus glauben, spüren, dass der Weg des Glaubens auf unserem, auf dem, auch von manchen und auch in der Bibel als schmalen Pfad bezeichnet, doch eine ganz große Breite und Fülle schenkt. Das zu überlegen, was ist das eigentlich? Was macht mein Leben reich? Was habe ich geerntet? Was habe ich, was tut mir gut? Diese Erinnerung bringt uns eine Perspektive für jeden neuen Tag. Sich des Guten erinnern macht glücklich. Hier berühren sich Himmel und Erde. Der Glaube bleibt dabei nicht auf der menschlichen Ebene, sondern er fragt, was das alles mit Gott zu tun hat. Was das alles mit Jesus Christus zu tun hat, was wir in unserem Leben erfahren haben. Und wenn man das einfach nur so annimmt und keine Reaktion darauf hat, hat man weniger. Wenn wir hier auch den Damen und Herren, die in der Küche für uns Mittagessen kochen, wenn das geschmeckt hat, und ich habe es 2-3 Mal gesagt, es hat gut geschmeckt bei Ihnen, habe ich gesehen, wie die gestrahlt haben, und dann hat es in Erinnerung für mich nochmal besser geschmeckt. Ne? Ich meine, das darf man ruhig sagen, weil man, was einem gut getan hat, sagt, das hat mir gut getan. Euer Essen hat mir geschmeckt. Ich meine, ich habe ja gehört, in Schwaben wäre das nicht so nötig. Dort sagen die, nichts gesagt sei genug gelobt. Ja? So verhalten wir uns als Christen vielfach gegenüber Gott. Wir nehmen alles in Anspruch, aber ja, nehmen das auch am Ende selbstverständlich. Loben aber macht uns bewusst, was wir empfangen haben. Wenn man was empfangen hat und darauf keine Reaktion gibt, dann ist es weniger, wie wenn man sagt, lieber Herr, ich danke dir dafür. Ich danke dir für diesen schönen Sonnenaufgang. Meins ist es nicht. Ich habe es extra meiner Frau gegeben. Macht nichts, ist nicht so schlimm. Wie gestern Abend, vorgestern Abend, der wunderschöne Sonnenuntergang, haben Sie es vielleicht mal gesehen? Also glutrot. Und ich habe gehört, nirgendwo seien die Sonnenuntergänge so schön und vielleicht auch die Sonnenaufgänge wie hier in Norddeutschland, wo alles flach ist und wo die Heide auch noch zurückstrahlt. Also, mir geht es heute Morgen eigentlich ganz kurz darum, und dann komme ich schon bald auch zum Schluss, uns daran zu erinnern, zu ermutigen, zu gucken, was war eigentlich auf den verschiedenen Feldern unseres Lebens. Wie viel Liebe habe ich empfangen? Die ist so selbstverständlich, ich dachte, das ist immer so, ne? Liebe und Fürsorge. Wie viel Entgegenkommen habe ich empfangen? Wie viel Verständnis für meine Eigenarten und für meine Unartigkeiten habe ich empfangen? Im Psalm wird das haben wir vorhin gelesen, ich lese das jetzt nicht nochmal alles, aber das sind so die, wie man modern sagt, die Essentials, Luther hätte gesagt, die Hauptstücke, ne? Die Hauptstücke genannt, worauf es ankommt, ne? Der dir alle deine Sünden vergibt. Ich will das nicht länger ausführen, jeder von Ihnen kann sich das selbst in Reim rausmachen, was das für ihn persönlich bedeutet, dass die Sünden dieses vergangenen Jahres ihm vergeben sind, wenn er darum gebeten hat. Und die nicht nachgetragen werden. Und
Das kann man in dem Zusammenhang, muss man das auch bedenken. Auch die Sünden unserer Mitmenschen, die sie vielleicht an uns selbst begangen haben, nicht nur Gott gegenüber, sondern auch an uns, sind auch vergeben. Muss man denen dann auch nicht mehr nachtragen. Also, das andere, was hier steht, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönet, eigentlich wollte ich heute Morgen eben jedem eine Krone aufsetzen. Ne? Aber jetzt mache ich es nochmal mit Worten, Sie können das vorstellen. Ne? Eine Krone. Wir sind gekrönt, wenn wir in der Nachfolge Jesu Christi stehen und dieses Geschenk der Vergebung annehmen, sind wir gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und diese Gnade und Barmherzigkeit lässt uns erstrahlen als Menschen, die gekrönt sind. Was immer wir uns darüber vorstellen. Jedenfalls ist es was Besonderes für jeden einzelnen Menschen. Wie auch immer. Was auch immer passiert ist. Was auch immer. Und im zweiten Teil, wenn es dann heißt mit Barmherzigkeit, heißt es ja nicht nur, dass wir Barmherzigkeit empfangen haben, sondern wir sind sogar in der Lage, Barmherzigkeit zu üben. Da sind wir nicht so geübt drin, aber wir könnten es. Aufgrund dieser Erfahrung könnten wir auch sehr viel barmherziger sein. Vielleicht sind Sie sehr geübt drin, ich will Ihnen nichts unterstellen, aber das ist eine Herausforderung. Wir nehmen die Barmherzigkeit, die Gott uns schenkt, gerne an. Aber wir bekommen sie eigentlich auch deswegen, dass wir selbst Barmherzigkeit üben gegenüber dem, der die Barmherzigkeit braucht. Ohne, dass der es vielleicht will oder wie auch immer, aber damit sind wir wahrhaft gekrönte Häupter, sind souveräne Häupter, die sind frei in ihren Entscheidungen. Diese Krönung macht uns frei in unserer Entscheidung, barmherzig zu sein, gutmütig zu sein zu anderen. Was haben wir gesät und was haben wir geerntet? Ich will auch nicht verschweigen, dass man im Laufe eines Jahres auch etwas verlieren kann, was man so gerne behalten hätte, wo man sich gar nicht vorstellen konnte, dass man es verlieren kann. Sei es durch Tod, sei es durch soziale Bedingungen, sei es durch Arbeitsplatzgeschichten, dass man einen Arbeitsplatz verliert, oder sei es auch, dass man durch Trennung einen geliebten Partner verliert. Es kann sein, dass wir, obwohl wir nach unserem Denken alles dafür getan haben, kann es doch sein, dass wir etwas verlieren, was wir so gerne behalten hätten. Und was sich scheinbar vielleicht auch nie wieder zurückgewinnen lässt. Das kann es sein. All das liegt auch hier drin, wenn der Psalmbeter sagt, alles was in mir ist, auch diese Traurigkeit über den Verlust. Auch diese Traurigkeit soll Gott loben. Ja, wie geht denn das? Es geht. Ich habe einen Freund, der Pfarrer vom Beruf ist, der leidenschaftlich gerne Pfarrer ist, von Herzen Pfarrer ist. Der trägt seit einigen Jahren plötzlich eine geheimnisvolle Blutkrankheit in sich, die jederzeit explodieren kann. Seit einigen Jahren ist sie mit Tabletten ein bisschen gebändigt, aber sie kann jederzeit explodieren. Und das bedeutet dann, dass das Leben auf dieser Welt für ihn begrenzt ist. Bedeutet es jetzt schon? Und wir haben uns in der ersten Zeit, wo diese Krankheit ausbrach, auch intensiv darüber gehalten und halten uns jetzt auch wieder drüber. Und ich habe auch vorgestern mit ihm gesprochen und gesagt, ich möchte gerne das von dir erzählen. Ich dachte, ja, das darfst du gerne. Dass er jetzt sagt, auch diese geheimnisvolle, nicht bändigbare Krankheit, diese Erreger, sollen Gott loben. Ich möchte so leben, dass auch Gott, der Herr, über diese geheimnisvolle Bedrohung ist. Vielleicht sind manche von Ihnen auch betroffen davon, von dem einen oder anderen, was ich gesagt habe, aber auch speziell von einer geheimnisvollen Krankheit. Ich will nicht sagen, jeder muss das gleich so können. Für meinen Freund war das auch ein schmerzhafter Prozess, wenn man angesichts von 4 Kindern, die alle noch in der Ausbildung sind und jung sind, plötzlich mit so einer Bedrohung konfrontiert ist.
Denn man will ja eigentlich für die Familie da sein und man will auch gerne natürlich als Pfarrer der Gemeinde dienen und wie auch immer. Wenn dann sowas dazwischen kommt, ist es nicht einfach, ist es nicht selbstverständlich zu sagen, gut, das soll mal Gott loben. Ne? So ist es nicht. Das ist ein Prozess, der auch mit Tränen und innerer Spannung verbunden ist. Der Psalmbeter will uns auch gar nicht zwingen, das gleich alles so zu machen. Aber er rät uns, dass alles, was in uns ist, das Gute wie das Bedrohliche, selbst die Erfahrung des Bösen, dass man sagen kann, auch darüber ist Gott der Herr. Es muss mich nicht beherrschen. Es muss nicht die Oberhand über mich und mein Leben bekommen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich wünsche dir von Herzen, dass Sie, wenn Sie heute noch Spaziergang machen, in der Sonne, werden vielleicht manche von Ihnen machen, die nicht die ganze Zeit auf irgendeiner Autobahn hängen rum müssen, nochmal darüber nachdenken, was hat Gott mir eigentlich auf dem Feld meines Lebens, auch der Direktor hat ein Feld, Gutes getan. Was habe ich Gutes empfangen? Denn wenn wir uns erinnern an das, was Gott uns Gutes geschenkt hat, dann stärkt uns das. Das sagt der Psalmbeter auch, dass wir auffahren wie Adler mit Flügeln. Das habe ich meine Mutter saß 10 Jahre im Rollstuhl, ist jetzt mit 94 Jahren heimgegangen. Das habe ich immer sonntags ihr vorgelesen. Immer wieder den gleichen Psalm, die kannte die ganze Bibel, aber den habe ich halt. Und wenn wir an die Stelle kamen, du sollst wieder jung werden wie ein Adler, fing sie immer an zu lachen. Aber sie hat es verstanden. Es ging nicht darum, dass sie wieder laufen konnte, sondern dass sie eine Stärke hat, ihr Leben, ihr jetziges Leben, auch wirklich so zu erleben und sagen, das habe ich nicht mehr, aber Gott habe ich noch an meiner Seite. Ich wünsche dir ein gesegnetes Denken, Nachdenken über diese Frage. Amen. Ich gönne uns jetzt noch so ein paar Augenblicke des Nachdenkens oder des sich setzen lassens, wie auch immer. Und unser Pianist wird dann ein kleines Stück auf dem Klavier spielen, sodass Sie in Ruhe bei leiser Musik nochmal zu sich selber finden können.